Ein einfacher Idee für einen Adventskranz kann man mit der Gunidekorfarbe und Weckgläsern machen. Ich habe hier eine Vorlage ausgedruckt aus dem Internet, so eine Häuserreihe, habe sie in ein Mäppchen gelegt und kann jetzt mit der Gunidekorfarbe hier in Weiss die Häuschen malen. Ich schaue, dass die Fenster schön offen sind, dass die Kerze nachher durchschimmern kann. Und wenn man je nachdem grössere Gläser hat, kann man die Häuserreihe noch ansetzen oder macht einfach eine zweite Häuserreihe, die ums Glas herum längt. Mit der roten Gunidekorfarbe mache ich jetzt die Zahlen 1, 2, 3 und 4, die ich von Hand einfach auch so aufs Mäppli drauf male. Wenn es trocken ist, kann man das ganz einfach wegziehen. Das Prinzip ist eigentlich gleich wie mit den Fensterbildern, die man ja zuerst auch auf ein Mäppli drauf malen und gut trocknen. Wenn das trocken ist, kann ich das vom Mäppli abziehen und nachher einfach so aufs Glas umwickeln in dem Sinn, einfach, dass es schön drumherum geht. Wenn es zu viel sind an Häuschen, kann man es wegschneiden oder einfach eben mit der zweiten Reihe ergänzen. Das Gleiche kommt auch mit den Nummern, die kann man einfach so drauf tun. Und jetzt noch das Glas ein bisschen schmücken mit Kugeln, Kerzen. Und ich habe hier noch ein bisschen Schnee drin, das ist so Kunstschnee. Man muss einfach aufpassen, wenn die Kerze drin steht, dass das nicht von brünnen. Man muss einfach die Kerze gut im Auge behalten. Im Januar habe ich hier schon die perfekte Winterdeko. Ich kann die weißen Kerzen drin tun, die roten Zahlen wegnehmen wie aus roten Kugeln. Und so steht dann halt eine Schneelandschaft in der Stube.